Herzlich willkommen zur Zauberschule. So, Fräulein Sunny rennt also herum und klaut Zauberern ihre Magie. Das hat sie ja auch bei uns versucht, bei dieser falschen Zeremonie in der Astralakademie. Moment, was ist, wenn sie das auch den Drillingen antun? Und sie dann enden wie Wilhelmina? Margret und ich könnten danach nie wieder Frieden schließen. Ich glaube, die Kinder werden auch keinen Frieden schließen, wenn eine von denen Wilhelmina heißt. Ja, herzlich willkommen noch ein zweites Mal. Ich kann schon nicht mal mehr vernünftiges Deutsch reden, weil ich ständig unterbrochen werde bei der Einführung. Zu Trine 5, das wollte ich sagen. Hallo Eichhörnchen, du siehst ein bisschen eigenartig aus von der Farbe her. So ein bisschen Chernobyl-mäßig irgendwie. Kannst du dich da hochziehen? Jetzt bist du verstrahlt. Ich bin grün. Ich bin immer grün. Ja, und verstrahlt. Obwohl verstrahlt. Ich komme nicht dran. Das muss runtergezogen werden irgendwie. Kannst du es runterziehen? Ach so, man hätte es ja auch so machen können. Ja, du hättest auch links hochziehen können, davon mal abgesehen. Aber ach so, du sollst das. Du sollst das befestigen. Ja. Sonst ist hier nichts. Guck mal eben, ob da oben noch. Das ist das Eichhörnchen. Ja, dann tu mal deinen Dickschädel da weg. Nee. Aua. Sicher? Ja, da ist nichts mehr. Na gut, ich geh schon mal. Aber da hinten ist was. Ui. Ah, toll, dass du das nicht mehr machst. Was denn? Kannst du mich mal hier weg? Was willst du denn jetzt von mir? Nee, einfach. Oh, ich dachte, da gehst du auch direkt mit hoch. Und wie heißt es noch? Von der Blumenwasser wirst du nur nasser. Von du musst der das da unten einmal. Musst du, wirst geht du nur das nasser. Mal an da unten. Ja, ja, ja. Ja, und dann? Das war scheiße. Ja, warum sollte ich das dann machen? Weiß ich nicht. Ja, willst du nicht das Wasser irgendwie. Ach, du musst das doch nach hier rechts machen. Oh. Ja, das muss da oben hin, das Wasser. Guck mal, du musst das weiterleiten. Hallo. Wie kann ich das hier nicht? Es geht aber nicht nach rechts. Nein, steht da dann natürlich drauf, ist mir so klar. Na, komm ein bisschen. Willst du noch höher machen? So, und jetzt guck mal von da aus, kriegst du das da hoch? Das ist zu wenig, ne? Ist ein lauer, lauer Strach. Warte mal. Oh, aua. Okay. Hä, da geht's dann einfach runter? Hui. Aber versuch mal so. So ist mehr Schwung drauf. Was ist denn, wenn wir das so haben? Ja, mach doch erstmal. Ich meinte jetzt eigentlich von oben, nicht von unten. Weil da ist ja. Trotzdem so wenig Schwung, ne? Das ist viel zu weit weg. Wir müssen näher da rankommen, irgendwie. So. Oh, das wurde ich. Warte, warte, ich schieb's wieder zurück. Das immer wieder. Der geht nicht, ich kann sie wieder zurück. Ja, aber du läufst immer wieder drauf, damit ich es bloß nicht anheben kann. Und schon wieder. Ja. Irgendwann. Na, der Epi, der ist sowas von. Deswegen nimmt er das auch immer nur auf, wenn er nicht hier ist. Weil der nämlich Panik hat, dass ich nach drüben gehen könnte und den direkt eine klatschen könnte in dem Moment. Ich meine den oberen nur ein bisschen rüber, nicht komplett. Okay. Guck mal, da kommt doch jetzt mehr. Na, ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Aber immer noch nicht gut genug, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich dieses Spiel hasse? Ja, wegen solcher Sachen. Na, du kannst auch sonst nichts machen. Du kannst nichts runterholen oder so. Du könntest dich theoretischerweise klonen, aber. Wie geht das denn nochmal? Ja, aber bringt uns das was? Weil ich kann nicht zwei Sachen fest. Ja, gut, ich könnte sie schon festhalten. Ich weiß nur gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich sie einfrieren kann. Also so zusammenfrieren kann. Okay, das darf nicht. Oh. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie man was löschen kann. Mit dem Stick.
Wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Hallo? So, jetzt sind die verbunden. Wenn du den jetzt theoretisch nach oben stellst... Moment. Der Epi guckt erstmal, wie er überhaupt drücken muss. Ich kann's nicht klonen, ich weiß nicht, wie es geht. Was meinst du jetzt nach oben stellen? Ja, den so hinstellen und klonen und du dich dann da drauf stellen, damit du höher kommst. Darum geht's mir. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich könnte ja hier theoretisch noch ein bisschen höher. Ja, sicher, aber sag mir, wie man sich klont. Ich weiß es nicht. Ja, das weiß ich doch nicht, wie du das mit der Tastatur machst. Ich habe jetzt alle Tasten schon gedrückt hier. Keine Ahnung, wie der macht nichts. Jetzt schreibt er jeden noch nicht. Hallo. Also, ne, ich sag nur, 2 Monate jetzt nichts mehr gespielt. Schon haben wir alles vergessen. Bevor wir sollten uns das echt mal aufschreiben. Geht. Keine Ahnung. Vor allem das. Wie war denn das? Was hast du denn da gemacht? Keine Ahnung. 2 Stunden später. Ach so, oh nee, ne? Oh, kann ich das wieder löschen? Nimm es nochmal drückst, dann ist es nämlich da gespeichert. Aber die Frage ist, reicht das? Nein. Kannst du damit springen vielleicht? Reicht das? Ja, das ach so, ja. Aber wenn du regelmäßig springst, das geht ein bisschen hoch. Ja, aber es geht sofort wieder weg. Ich weiß nicht, ob das reicht von dem Wasser, weil hier links geht was runter davon. Kann ich mal ein Tröpfchen reinmachen? Das hört sich irgendwie pervers an. Ja. Das sieht auch so aus. Jetzt müsstest du da oben irgendwas. Pff, ja. Schmeiß weg. Nein, das muss ein bisschen höher und mach einfach und kipp's. Ja, kipp's ein bisschen an, aber nicht so stark. Oh. Ich muss, wenn, dann muss ich das so machen, aber das Problem ist, das hält nicht. Der Schild könnte helfen. Ich könnte eine Planke beschwören. Ist eine Planke, Schild? Boah, jetzt. Das ist Millimeterarbeit gewesen, ey. Millimeterarbeit. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ich muss aber trotzdem da oben das Ding runter haben. Jetzt komme ich nicht hoch. Doch, warte, ich komme doch hoch. Ich kann mir. Ich kann mir eine Gehhilfe machen. Boah, es sei denn, dass der Zauberer wieder zu alt ist, um da hoch zu. Achso, da rutscht er ab oder was? Du wolltest den alten spielen. Hallo. Du bist nicht Harrison Ford. So alt bist du noch nicht. Geh doch einfach da hoch. Oh. Wobei man ja sagen muss, er ist echt noch sehr agil für sein Alter. Ne? Also nicht der Zauberer, sondern Harrison Ford, meine ich jetzt. Oh Gott. So kann man hier nicht hüpfen. Na, schau mal, da oben ist was. Was denn? Komm mal zurück, hier oben sind welche. Oh, oh, hier unten auch. Geh mal da drauf. Das ist aber nichts. Ich sehe da nichts. Ja, wenn du nicht mal wartest, bis ich oben bin. Ist nix. Doch, da waren 2 Dinger. Ja, dann lass mich doch was da hinstellen. Stell doch was. Komm mal rüber. Soll ich nicht 2 hinstellen? Weil ich sehe, wie gesagt, hier nichts. Ich sehe immer noch nichts. Kann es sein, dass es immer wieder runtergeht, weil wir zu fett sind? Ich nicht. Warte mal. Nee, dadurch wird es aber auch nicht dunkler. Und nicht tiefer. Aber wie gesagt, ich sehe. Ah, jetzt sehe ich was. Jetzt sehe ich was. Sind die Drillinge nicht noch zu jung? Kann ihre Magie gestohlen werden? Sie sind ja keine mächtigen Zauberer. Noch nicht. Ja, ist was dran. Und solltest du nicht lieber an sie denken, statt an dich und Margret? Was? Mache ich ja. Aber Margret würde toben, wenn ich die 3 nicht sicher nach Hause brächte. Oder nur teilweise. Na, gut. Also, theoretischerweise müsste ich eine Planke machen, um da hochzukommen, aber das wird nicht funktionieren.
Das heißt, ich müsste eine Planke machen, dass das Wasser wieder hier hinkommt. Das heißt... Ich muss da hoch, aber irgendwie... Ja, die Frage ist nur, kann ich da so ein Dings hinstellen? Mal ein Stück weg. Genau. Nee, ich habe eine andere Idee. Passieren. Ja, kannst du das Planke, geht. Planke nicht da oben drauf machen auf das... Ja, geh jetzt mal rüber. Ich hätte da rüber springen können. Nein, nicht anders. So, und jetzt geh mal hoch. Das ist aber immer noch zu tief, ne? Ja. Kannst du dir da ein Messer hinmachen? Rechts auch nicht da in diesem Baum oder so? Doch, kommst du. Die Frage ist nur, wie kriege ich jetzt das Wasser zu dir? Weil wenn ich gerade. Und ich kann halt nur diese stufenweise, weißt du? Dieses. 2 Stunden später. Ich könnte ein paar Dinge vereinen und sehen, ob es hilft. Nein, kann ich jetzt nicht. Es wird Zeit für ein paar Seiltricks, Freunde. Der andere könnte hilft das es ehrlich? Vielleicht, wenn ich das Schwert werfe? Das haben wir doch schon lange gemacht, du Idiot. Ey. Hallo, Mr. und Mrs. Fuchs. Schaut mal, die Füchse. So eine glückliche Familie. Oh, niedliche Welpen. Was die kleinen Kerlchen wohl im Sinn haben. Tschüss. Was machst denn du da unten? Mag ich dir nicht. Ah, du spielst mit den Pilzen. Ja, die hüpfen was? Mit mir. Hier, finde die tanzenden Pilze im Herbstwald. Reinigen der Pilze, das war eine Errungenschaft. Ist das cool? Kannst du da oben gegenschießen? Wie denn? Mit dem Bogen? Ich hab den aber nicht gerade. Kann ich ja. Zumindest kannst du es einführen. Okay. Hat das hier irgendeine Bewandtnis, oder? Ja, da war irgendwas anderes gerade noch. Okay. Warte mal, ich sollte mal Feuer probieren. Warte mal. Also kannst du, kann nee, ach so. Moment. Das Problem ist, ich kann nicht zwei kannst du es einfrieren? Normal schon. Eigentlich müsstest du das Ding oben einfrieren. Aber da kommst du jetzt so nicht ran. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Wir können auch Trick 17 anwenden. So. Ja. So. Genau. Ah! Oh. Entschuldigung. Eine schöne Krone. Eine Herbstkrone. Sollen wir die ausrüsten? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber... Sollte sie nicht ausrüsten. Doch, ich bin auf Ausrüsten gegangen und dann war sie weg. Ja, weg. Ja, aber... Ja. Ja, genau. Danke. Darauf habe ich gewartet, dass du das machst. Du musst dich nach links ziehen. Die Frage ist nur, wie komme ich dann da hoch? Weil du kannst rechts... Ach so, doch. Kann ich auch. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Kannst du da ein Seil machen? Was mir natürlich nicht viel bringt, wenn ich hier unten bin. Warum kann ich das nicht da drin machen? Ja, toll. Jetzt hast du die Dinger bekommen. Ach, wechsel mal, Mann. Wir machen das jetzt anders. Wieso soll ich wechseln? Damit ich auch nochmal hochkomme. Dann geh doch. Ach so, deswegen hat die... Hä? Wieso macht die kein X, wenn ich hier hänge? Ach so, weil ich das mit dem anderen machen muss. Okay. Warum wirfst du wieder Bomben hier hin? Kannst du das was für Bomben? Da, hier. Die hast du da gerade hingeworfen. Die ist keine Bombe. Nein. Guckst irgendwie scheel, habe ich das Gefühl. Da geh mal hier drauf.
Obwohl, das kann ich gar nicht, wenn du drauf bist. Ich kann es nur so machen, glaube ich. Oh. Ja, das geht runter, wenn ich... Okay. Bleib doch stehen! Nein, du hältst doch nicht fest. Was machst du denn? Du machst das fein, aber du musst auch wechseln gleich. Achso, nee, stopp, da du hinten. Solltest vielleicht nach oben springen. Ja, ich hab's gesehen. Die Bären im Hintergrund, die waren bei Life is Strange 2 auch dabei. Achso, ich dachte schon. Jetzt ist er. La 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 la. Jetzt darfst du selber gucken. Oh nein! Oder in den Abgrund spucken. Ja, mach du mal. Nein! Aber wie kriegen wir... Kannst du das da oben zuzaubern, damit man die Sachen noch kriegt? Die zu... Ach so, nee, aber die gehen kaputt. Du kannst das höchstens einfrieren. Rimmer. Oder, warte mal, frier mal unten das ein. Nee, nee, frier mal unten das Ding ein. Geht das? Hm. Na, hallo? Geht das noch? Ach, das ist... Och, das ist, weil das Eis ist. Ich verstehe. Nee. Doch. Nicht. Verstehst du nicht. Und jetzt fällst du nochmal runter. Oh, das war knapp. Waren da rein knapp. Was machst du da für eine Scheiße? Ich bin mir noch nicht sicher. Nein, 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 lass das mal. Weg da, weg da, weg da. Ich hab hier oben was blitzen sehen. Ich wollte dir aber nicht sagen, was ich gesehen habe. Ja, es war mir schon klar. Warte, 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 warte. Bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, dass der AP mal seine Finger zügeln sollte und wir erstmal den Speicherpunkt ausnutzen, um einen kleinen Cut zu machen. Und dann werde ich den AP gedanklich erstmal ein paar Mal auf den Hinterkopf schlagen, weil er jetzt hier wieder die ganze Zeit mit den Pfeilen am Rumspielen ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.